Hallo und herzlich willkommen zum Samstagstream. Es ist kurz nach 21 Uhr und wir sind da. Das heißt, dass ich nicht alleine bin. Wie immer, Engelchen Hallo. im Hintergrund, so. Oder im Nebengrund, Vordergrund, wie auch immer. Okay, schade, schreibt da. Ja. So, wie ihr oben an den Hundemassen erkennt, sind wir im Tigerdorf. Wenn sich das jetzt mal auch weiterlädt. Und ich denke mal, diesmal haben wir nicht so viele Probleme. Doch, mit dem Stream, ich mache hier mal lauter. So. Mit dem Stream als beim letzten Mal, weil ich nichts auf einem anderen Laptop gerade hochlade. Mit Helm Oh, da oder ist eine ist das Spinne, die den Stoff anfaucht. Ach, wie herrlich. So, Haltbarkeit 3. Na gut. Stimmt, ich wollte mir hier noch ein paar Dreizacks zusammensparen, dass ich da Wesenstreue drauf bekomme. Und Harpune durchbohren, was es alles so gibt auf der schönen Minecraft-Welt. Ich habe 11 Level, das heißt, irgendwann bin ich mal wieder vor kurzem von Engelchen umgenietet worden. Das war, glaube ich, der Stream, wo Engelchen so ein bisschen neben der Rolle war. Von der Müdigkeit her gesehen. Ich gehe schon einfach. Ja. So. Ich muss mich nur eben. Stimmt, hier haben wir den Turm verändert. Und den Turm wollten wir ja abreißen, glaube ich, war das, ne? Der Turm war schon abgerissen. Ach ja, ist ja neu hochgezogen worden von dir, ne? Jupp. Da muss ich doch noch mal inspizieren, ob der auch so gut ist. So. Ja, besser du als ich. So. Ja, man kann schon mal zum anderen Turm hingucken, das ist gut. Ich denke, noch so zwei oder drei Türme, dann haben wir es, glaube ich, gut geschafft. Vier Türme sagt man, hat ein Dings wenigstens gehabt. Hast du gehört? Das ist gut. Vier Türme hat so ein Dings wenigstens gehabt. Es muss nur noch ein Dach drauf, so wie auch da hinten. Und dann könnten wir ja die Festung da hinten weiterziehen. Ich werde dann schon mal Steine farmen für Ach und Quatsch. Erde. Du brauchst keine Also. Steine fahren. Ja, weil du gerade live bist, dann musst du nicht live Steine fahren. Ja, was soll ich denn sonst machen? Wie Mal einen gucken, Turm wie lange bauen wir oder hier was? zu tun noch haben. Wir haben Ah, wir bestimmt haben ja ganz noch viel mehr zu zu tun. tun. Wir haben immer was zu tun. Dorfbewohner zu ein bisschen haben. Uns gegenseitig in die Jagdgründe bescheren. Wir brauchen erstmal Dorfbewohner Zombies, damit wir die umholen können. Ja, deshalb Aber müssen die wir die kommen ja nachts jagen. über. Dann werde ich hier jetzt mal ein paar Bäume fällen, würde ich sagen. Mache ich mir. Ich habe über den geschossen. Aber danke Ich auch über dir. an den Tipp an Jasmin war Jasmin, das. den mir noch geschrieben hatte, es ist egal, ob ich ein paar Meter neben ihm schieße, trotzdem treffe ich ihn. Soll immer sehr treffend bei uns. War jetzt nicht meine Absicht im letzten Stream, also Nee, das das letzte war Mal. keine Absicht, das war schlichtweg können. Aha. Nein, ich habe aber mit Absicht, das habe ich auch im Stream wieder, ich weiß nicht wie oft gesagt, ich habe daneben geschossen, aber Nach haben wir ein Doppeltruhenleck, ja. trotzdem Also. Doppeltruhenleck. War schon okay. Dass wieder nur eine einzelne Truhe sieht oder was? Zwei einzelne Truhen. Ach, ist das aber schön. Was So. brauchst du denn? Ich brauche nur ein bisschen Cobblestone, das Das werde ist ich dann mir drin, das besorgen. kann ich jetzt schon sagen. Ja, aber ich hole mir gerade und dann werde ich Broadcast starting schon wieder. So auch schon beim letzten Livestream. Gucken, ob der Stream heute wieder so böse hängt, ob da wieder irgendwas Bis nicht jetzt richtig noch ist. nicht. Hast du auch mit Jetzt Ton? hätte ich was gesagt. Nee, Kannst ich du auch habe was es ohne hören? Ton. Müsste ich extra. Ja, mach mal irgendwie Headset rein oder Kopfhörer. sowas. Du bist ja equipped. Das heißt, ich bin equipped. Ja, du hast solche Sachen. Und dann guck oder hör ich einfach mal,
ob wir da wieder Tonprobleme haben, weil wenn das wieder so wie letztes Mal ausartet, von wegen Technikprobleme, dann werde ich den Stream direkt aufhören, weil das hatte keinen Kann Sinn. Wir haben den. Bei dir am Dingsten am Live. Am Live? Das weiß ich nicht, du hast den gleichen. Ja, aber ich habe ja Sonntag nicht gestreamt. Das weiß ich. Weil sonst wäre es ja aufgefallen und in der Woche habe ich es ehrlich gesagt nicht geschafft. Ja, du wolltest ja eigentlich. Ich wollte eigentlich in der Woche streamen. Ich habe es aber zeitlich einfach nicht geschafft. Sonst hätte ich es gerne gemacht. Wieder, warst du heute wieder ein viel beschäftigtes Engelchen, ne? Ja, ich habe auch ein bisschen was zu tun gehabt. Ja. So, jetzt habe ich ein paar Äxte gemacht. Ich hör mal rein. Genau, Engelchen hört mal rein und dann gucken wir mal, ob das wieder so beschissen ist wie letztes Mal. Weil ich glaube nicht, dass es an dem neuen Minecraft-Update, was gestern Nacht wohl kam, oder wann auch immer, dass es daran liegt. Weil wenn es daran liegt, dann beende ich den Livestream direkt, dann habe ich keine Lust mehr. Dann gebe ich das offen und ehrlich zu, dann gibt es nur noch Videos. Bis sich das wieder eingependelt hat. Da bin ich ganz rigoros. Möchte hier einen vernünftigen Content abliefern. Und wenn es das nichts mehr bringt, dann sehe ich es auch nicht mehr ein. Dann ist für mich die Sache erledigt. Ja, du hast halt ein paar Haker drin. Also du redest, dann hakt das kurz, aber dann redest du genau das, was du sagst, eigentlich weiter. Also es hört nicht auf und du sagst jetzt da, also ist nicht so Haus, wie sondern du sagst wirklich, wenn du darauf sagst, dann sagst du das so da und dann ist das. Also läuft das flüssig, ja oder nein? Ist es so beschissen wie letztes Mal? Ich möchte nur wissen, ob das so ist wie letztes Mal oder nicht. Ja, das ist aber grenzwertig. Ich höre mal auch mal eben rein. Mach du mal. Hm? Mach du mal. Was ist denn, wo du schon da rumschwerst? Ich hätte doch gehofft, ich filme ein paar Bäume. Also wenn es zu schlecht wird, dann, es hakt ja dann höre ich damit auf. Vom, dann sehe ich es nicht mehr. Vom Ding ist flüssig. Na dann. Vom. Sag mal bitte. Qualität? Hier vom Sehen her, vom Videotechnischen ist da nichts wirklich großartig an dem Star. Na gut. Hat nur ein paar Haker, wenn du redest. Ja, wegen Podcast-Starting. Das hat mir jetzt gerade so ein bisschen. Kann das sein, dass es einfach der Dings, der V-Recorder ist? Der Camera-Fee ist, weil ich habe letzte Woche nicht gestreamt. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt bei mir das gleiche Problem auch ist. Oder das dein Tablet ist einfach zu voll. Ja, es kommt, wenn man eine neue Welt erstellt. Das ist so vieles dann. Das war aber schon vorher, bevor du die neue Welt erstellt hast. Ja, aber von was? Also kannst nicht erzählen, ne? Aber was kann davon dann voll sein? Ich habe nämlich nichts verändert. Ja, ich weiß auch nicht, was nicht. Mich wundert es, dass bei mir noch so relativ flüssig läuft. Obwohl ich schon keine Ahnung, wie viele Welten wieder hier drauf habe. Weil ich finde im Moment auch den Stick nicht, womit ich die. Ups. Haben wir wieder das Stick-Problem, das übliche, ja. Ja, ich habe noch nicht gefunden. Ach Gott. Aber im Moment läuft's ja, also von daher. Das Einzige, was mich, wie gesagt, im Moment ein bisschen auch stört, ist, dass wir heute. Also ich wollte eigentlich, wenn es nach mir gegangen wäre, dass wir aus dem Wheel hätten. Eigentlich gestreamt. Das Problem ist, wir kommen leider noch nicht auf den Wheel drauf, weil unser Herr Inhaber erst da noch gucken muss, dass das dann läuft. Ja, ja, weil es ein Update gab und das musste noch neu eingestellt werden. Aber er reagiert heute. Ja, er ist beruflich halt sehr eingebunden, das muss man verstehen. Das ist halt bei manchen Menschen so. Ja, das ist aber Wochenende, ne? Es gibt auch Menschen, die Wochenendedienst haben, Engelchen. Ich habe auch mal im alten Mann gearbeitet, stell dir das mal vor. Nee, das stelle ich mir nicht vor, ich weiß es aber trotzdem. Ja, wohl, wenn es im Altenheim heiß wird, dann ist das Krematorium nicht weit. So. Ja, musst du halt auch was. Und stell dir mal vor, ich habe auch samstags und sonntags Wochenenddienst gemacht. Morgens von 5 Uhr bis 12 Uhr mittags. Teilweise. Manchmal aber auch länger, wenn mein Freund ausgefallen ist. In dem Fall Arbeitskollege, nicht Freund. Ich hatte nur dann, von Viertel nach eins, halb zwei bis abends um offiziell bis halb zehn. Und inoffiziell wurde es dann auch mal Viertel nach zehn.
Ja, und bei uns gab es damals die Regel, wer Samstag arbeitet, nimmt sonntags nicht, aber dann gab es einen Krankheitsfall, einen schweren. Das kannst du im Altenheim leider nicht bringen. Dann gab es einen schweren Krankheitsfall, wenn ich mal aussprechen dürfte, was ja selten vorkommt, dass ich danach frage, ob ich es darf. Dann ist es auch so gewesen, da ich gesagt habe, komm, knallt mir die Doppelschicht rein. Einer muss es ja machen, wenn ein anderer nicht will oder keine Lust hat einfach, weil vielleicht Fußball wichtiger war oder irgendwas anderes. Dann habe ich das mal eben mitgerockt. So. Ist das normal, dass du mich abschießen willst? Nö, ich schieß dich nicht ab. Ich brauch den nicht abschießen. Also, ich fall schon von ganz allein darunter, ne? Mhm. So. So. Und da wissen wir auch, wie, für was mich das Engelchen hält. Für einen tollpatschigen Etwas. Oder einfach nur für Stockdoof. Eins von beiden. Ach, kann man sich dann jetzt aussuchen. Da will ich nicht anfangen. Ich kann wenigstens sagen, ich kämpfe mich hier durch und gut ist. Ja, dann weiß ja nicht, was bei dir bimmelt und piept, aber wenn das Teleklingel bimmelt, dann bimmel klingelt, ist es dann halt so. Und für alle Fans von Podcasts kann ich ein bisschen Werbung machen für einen einzigartigen Podcast oder sogar zwei einzigartige Podcasts, beide mit mir. Aber hauptsächlich, der eine ist von den guten Freunden von uns, von Blind Tube. Und da darf ich mitmachen. Es nennt sich Two and a Half Blind. Also ich bin die Hälfte von den anderen. Und ja, es wird auf jeden Fall witzig. Und schaut mal rein. Ihr könnt das runterladen und euch anhören bei Spotify, Google Podcasts. Spotify, nicht Spotify. Ja, ist doch egal, wie das heißt. Von mir aus auch bei Spotify. Ich habe davon nicht so viel Ahnung, wie die ganzen Plattformen heißen. Von mir aus auch Scotty-Verleih, ist mir auch egal, wie der fliegt, der Schotte. Auf jeden Fall, da könnt ihr uns anhören. Da könnt ihr auch Radio Runkel, meinen Podcast, hören. Guckt einfach mal auf der offiziellen Jack Tingo Künstler-Page bei Facebook oder bei Two and a Half Blind, auch bei Facebook. Da findet ihr dann auch die neuesten Informationen und eine Liste, wo ihr unseren kleinen Podcast mit Folge 1 und den Trailer schon hören könnt. Und Folge 1 ist praktisch so das Making-of des ersten Trailers, weil das war so genial, dass wir uns alle fast eingenässt hätten. Und da kann ich euch nur sagen, wer herzhaft lachen will oder einfach mal sehen kann oder hören möchte, wie drei erwachsene Leute verzweifeln an einem kleinen Trailer, der nur maximal eine Minute gehen darf, verzweifeln können. Das war bei dir, glaube ich. Super. Ich habe ein Haus gemacht gehabt. Ein Haus? Mhm. Ach Gottchen, welches denn? Das, was ich zuletzt gebaut habe. Eieiei, brauchst du Hilfe dabei? Mhm. Ich bin selber schuld, ich hätte ihn reinstellen sollen. So. Dann werde ich hier auch noch mal weitere Bäume wegmachen. Dann können wir auch die Dorfbewohner-Zombies besser einfangen. Wenn man da nämlich so 50, 60 Bäume hat, die man erst umlaufen muss, ist das nämlich so leicht suboptimal. Wie ich es so gerne nenne. Ich habe nicht gewusst, dass es so schön dunkel wird. Das kann man auch nicht wissen. So, jetzt habe ich sogar ein bisschen Licht. Also wie gesagt, Radio Runkel könnt ihr euch anhören, das ist mein Podcast. Und Two and a Half Blind ist der Podcast zusammen mit den Jungs von Blind Tube. Hört euch rein, habt Spaß dabei. Mehr kann man nicht sagen. Ich finde das gar nicht, weil ich gerade doppelt. Du hast mich gerade doppelt? Na, besser doppelt hören als doppelt sehen.
Bei doppelt sehen, da wäre bestimmt irgendeine nicht jugendfreie Chemikalie oder Substanz im Spiel und das nehmen wir ja nicht. Wir sind hier eigentlich 100% drogenfrei, wenn ich das so mal so sagen darf. Drogenfrei? Ja. Das ist nur mit Drogen. Das kann ich dir sagen. Ich hätte doch gesagt, man kann uns, wenn man uns doppelt hört oder sieht, dann wäre es schlimmer. Und wir nehmen beide keine Drogen, deswegen drogenfrei. Oder irre ich mich da? Ja gut, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja, hier überlege ich gerade, was ich antworten soll. Ja gut, also ich nehme zumindest keine Drogen. Das hat nichts mit Drogen zu tun, aber ich habe gerade gleichzeitig mit. Wenn man mich doppelt sehen würde, habe ich gesagt. So, nee, ja gut, aber außer ich habe gerade gleichzeitig mit, dass ich dir sagen kann, wenn mir irgendwas stockt. Ach so. Na, das ist doch gut. Und die Moderation übernimmt das Engelchen auch noch. Sowas kann einfach nur das Engelchen. Deswegen ist es immer gut, ein Engelchen dabei zu haben. Ja, wieso? Vielleicht haben die das ja jetzt endlich in Willen behoben, dass man wieder schwarzes Glas färben kann mit Tintenbeutel. Das kann sein, das wäre sehr, sehr gut. Das letzte Mal nicht, als wir drin waren. Die letzten paar Male nicht irgendwie im Real. Ja, das ging jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr. Bei einem normalen Spiel, so wie hier, ging es komischerweise. Ja, das fand ich auch komisch. Ob ich jetzt hier auf dem Teil war oder ob ich auf der anderen, auf der New World war. Da ging das komischerweise. Das haben wir ausführlich beleuchtet, wollte ich gesagt haben, danke. Weil, wenn was nicht funktioniert, dann ist das halt nicht so optimal gelaufen. Mhm. Und es gibt verschiedene Sachen, die einfach dann noch nicht funktionieren wollen. Man muss sich's vorstellen, man möchte sich jetzt ein Schwert craften, aus Eichenstamm-Sticks gemacht oder aus Fichten-Sticks gemacht und aus Steinen zum Beispiel ein Steinschwert oder eine Axt. Und dann sagt er dir, geht nur mit Metall. Praktisch so war das andere auch. Bloß irgendwie kommt das nicht hin. Das ist das Problem gewesen, was wir jetzt ansprechen wollten, wo angesprochen haben. So. Und wer sich für Detektivarbeit interessiert, der kann nach dem Stream zum Beispiel mal bei BlindTube reinschauen, weil die machen gerade auch eine Crime-Sache. Das ist die Frage, ob die dann noch online sind und live sind. Das stimmt. Das können wir denen ja dann irgendwann mit unserem Stream vorbei, also beenden. Ja. Dann schauen wir natürlich auch wieder rein. Und am kommenden Dienstag wird der neue Podcast aufgenommen. Um was es geht, verrate ich natürlich noch nicht. Auf jeden Fall wird es wieder spaßig werden. So viel ist gewiss, möchte ich sagen. So, den Baum mache ich hier auch mal weg. Der steht nämlich. Sie machen die mit Feuerfeiern, bevor wir beenden. Ja, leider. So. Jetzt hätte ich nämlich auch mal die gehabt. Spontan im Livestream bei dem bleiben, mal reinzuspringen. So. Dann kann der Baum sich auch in Ruhe zersetzen. Der steht mir nämlich ein bisschen zu nah an unserer Mauer. Was so? Die eine, der eine Baum hier. So, das ist noch okay. Es muss noch unterkoffert werden mit Erde da hinten. Hier kommt man so nicht drüber. Na, hier ging das doch sonst immer. So, klappt doch. Jetzt bin ich nämlich hier oben bei uns drauf, auf der Mauer. Und halte mal so ein bisschen Ausschau nach Dorfbewohner-Zombies. Die sich heute nicht sehen lassen. Ja, sicher, sicher. Erstmal esse ich jetzt was, weil ich habe immer so ein bisschen so das Gefühl gehabt, wenn man gerade hier oben sitzt oder steht und was zu sich nimmt, dann reagieren die Viecher schneller, die Zombies und so. Einen Creeper sehe ich hier schon mal.
Er läuft woanders hin, das ist schon mal sehr gut. Das ist ein normaler Zombie da hinten. Da ist ein Skelett daneben. Da müsste ich mal so ein Pförtnerhäuschen hinsetzen. Das zieht die vielleicht auch wieder magisch an. Was so? Dass mir so ein Pförtnerhäuschen hinsetzt, weil die Zombies und so, die reagieren ja auf Häuser, soweit ich weiß. Ja, jein. Ich denke mal, dass dann die Dorfbewohner-Zombies den gleichen. Ach nee, das ist ein Enderman da hinten. Den gleichen Rhythmus folgen. Wäre zumindest logisch. Ich gehe mal ein paar Meter. Ich denke mal, es bleibt ja noch ein bisschen länger Nacht. Oder geht der Mond gerade unter schon? Ja, Morgengraut. Bringt also nicht unbedingt viel. Ich kann es zwar versuchen, aber... Sagen wir mal so, die Bewohnerhäuser sind nur dann interessant, wenn auch ein Dorfbewohner drin ist. Sonst sind die eigentlich für die... Zombies uninteressant. Ja gut, ich meine nämlich beim Versus und alles habe ich auch schon mal beobachten dürfen. Übrigens, die Sonne geht gerade auf. Ja, deswegen ja. beim Versus habe ich, meine ich, beobachten dürfen, dass die Zombies aber auch so an Häuser rangehen, um zu gucken, ob da vielleicht noch Leben drin ist. Normalerweise gehen die dann nur, also das kenne ich nur so hin, wenn im Bewohnerhaus jemand dran ist. Oder ja, wir, so ist oder jedenfalls wir auf sind Map. Im Bewohnerhaus. Ja, so war es hier im Realm auch. Bis dato. Bleib schlafen, Fuchs, ich tue dir nichts. Der steckt gleich auf den Haut ab. Ja, ist schon. Ja. Das ist ein Zimmerbaut. Ich baue gerade ein neues Bewohnerhaus. Achso, ein Hausbewohnerhaus. Das ist gut. Der Hausbewohnerhaus hat ein Haus. Darum Hausbewohnerhaus. Das ist eigentlich noch von Minecraft Zoo. Oder von einem Zoo-Projekt. Da sind die auch ständig dann aufgestanden und abgehauen. Die Füchse? Mhm. Ja, ja, das kenne ich noch. So, hier ist die Mauer. Ich denke mal, dass die hier weitergeht. Also haue ich hier auch mal die Bäume so ein bisschen... schon mal um. So, wir müssen die Bewohner brauchen noch im Endeffekt Häuser bzw. Betten, damit sie sich weiter vermehren. Ja, dass sich auch Berufe entwickeln können. Ja. Dazu braucht man verschiedene Materialien, verschiedene Holzarten. Von daher, da ist noch einiges hier in Arbeit und wir müssen ja auch irgendwann mal fertig werden mit dem ganzen Kram. Wir haben ja gesagt, wir wollen kein Projekt mehr machen, was so 7-8 Monate geht oder so? Zumindest mache ich keine Projekte mehr, wo ich dann wirklich anfange und das dann ins neue Jahr mit reingeht. Deswegen hatten wir letztes Jahr zum Schluss Minecraft Faster rein noch gepackt, weil ich jetzt nicht wollte, dass wir wieder ein Projekt haben, was wieder über, ja, ja, über Silvester, Neujahr wieder geht. Eben, ich sage ja, Community-Projekt sehe es anders aus, aber dafür haben wir immer noch die nötigen Leute, die mitmachen. Und somit ist das Community-Projekt auch momentan noch ausgesetzt und auf Eis gelegt, wollte ich sagen. Oder siehst du es gerade anders, Engelchen? Was? Du kannst auch gerne was dazu sagen, wenn du es anders siehst. Ich höre es gerade. Ja gut, dann hört sie es gerade. Ist auch was. Ich meine... Ich bin zwar multitaskingfähig, aber alles höre ich dann auch wieder nicht. Nein, aber Community-Projekte sind einfach aus dem Grund nicht entstanden, weil A, erstmal müssen wir diejenigen haben, die mitspielen. B, sind wir am Überlegen, ob wir das über ein Realm machen und das Realm kostet monatlich. Ja. Das heißt, dann braucht man wirklich Leute, die wirklich auch dauerhaft mitspielen und nicht die nur zweimal dabei sind und dann habe ich keine Lust mehr. Eben. Und da kann man sehen, dass man eine Discord-Verbindung zum Beispiel oder eine andere Verbindung mit Kopfhörern Leistungen verbessern kann. Weil wenn es so nicht rüberkommt, kann man im Stream immer nochmal nachhören, ob es gut ist oder ob es nicht gut ist. Das wollte ich gesagt haben, Engelchen. Danke. Du kannst...
kannst sprechen. Ja, alles gut. Es ist ja nicht nur Cisco, es geht ja auch Teamspeak und hast nicht, was alles noch ist. Ja, es gibt aber immer was. Ne, man sollte wenigstens auch so fair sein und sagen, okay, komm, ich ziehe jetzt wirklich mit, mach mit euch ein Community-Projekt von so und so vielen Monaten oder ich lasse es sofort von vornherein bleiben. Ja, man muss einschätzen können, kann man es durchhalten, kann man es durchziehen oder ist es einem zu schwer, zu lästig. So, manche sagen halt, ja, ich mache mit. Oder zu langweilig. Und dann geht das die ersten paar Monate gut und danach fängt das dann wieder an so zu stocken, dass wieder die ganze Arbeit an uns wieder hängen bleibt. Das haben wir schon gehabt. Das haben wir schon genug gehabt. Deswegen, ein Community-Projekt kann Spaß machen, wenn man die richtigen Mitspieler hat. Und wenn man dann auch wirklich gemeinschaftlich was Schönes aufbaut, was reißt, dann für sowas sind wir dann auch zu begeistern. Zumindest ich. Und ja, wenn es dann hinterher heißt, ja, nee, keine Lust, keine Zeit und ne, es geht darum, dann, aktive dann ist vorbei. Ich sag mal so, dann würde ich es auch direkt beenden wieder. Es geht in allererster Linie erstmal darum, dass man wirklich ein Community-Projekt zustande bringt, wo wirklich auch aktiv dran gebaut wird. Ja. Wo nicht, sag ich mal, jetzt von 6 oder 10 Slots 2 bis 4 Leute drin sind, da sich auf gut Deutsch kaputt ackern. Ich habe jetzt extra mal Kopfhörer kurz rausgemacht. Sich wirklich dann dran an dem Projekt kaputt arbeiten. Und das war ja bei uns wirklich bei dem Community-Projekt, dass wir die ganze Zeit nur gemacht haben. Ja, wir haben gearbeitet. Und die mit uns drin waren, sorry, die eine fing an, ich kann das nicht, ja, warum willst du dann überhaupt mitspielen bei uns im Community-Projekt? Der andere am Anfang kreativ. Hat super funktioniert und dann hinterher zum Schluss, wo es dann so relativ so Richtung Weihnachten und Richtung Silvester ging, wegen auch Aufnehmen, dass wir auch eine Weihnachtsfolge und so machen, weil das ist ja auch nochmal Zeit, die wir eigentlich dafür opfern, wo es dann wirklich dann auch anfing, dann richtig abzugehen. Wo ich mir dann denke, in dem Moment, also mit diesem, was wir da erlebt haben, muss ich mich jetzt nicht nochmal hinsetzen und ein Community-Projekt machen. Das stimmt. Und vor allen Dingen, auch wenn man zum Beispiel nicht an Weihnachten und den christlichen Feiertagen dran ist und vielleicht eine andere Glaubensrichtung hat, trotzdem kann man dann die Zähne zum Beispiel zusammenbeißen oder sagen von vornherein, lasst mich dann bitte aus der Geschichte raus, wenn es um diese Sachen geht, aber nicht einfach versuchen, die ganzen Sachen, die wir gebaut haben, anzustecken oder einfach sinnlos zu zerstören mit TNT. Das kann es nicht sein und dann ist bei mir der Ofen aus. Weil es sind Stunden, die wir dran gesessen haben. Wir haben aufgezeichnet, wir haben geplant, wir haben Entwürfe gemacht, Blaupausenschnitte. Wir haben uns Sachen aufgenommen. Ja, wir haben teilweise Sachen aus dem Internet von anderen YouTubern angeschaut. Okay, das geben wir gerne zu als Inspiration, wie es aussehen kann. Aber dann haben wir auch schließlich unser eigenes Ding daraus gemacht und die Sachen so verändert, dass es dann wieder was Unikatmäßiges ist, was halt nur wir aufbauen. Und wenn das dann irgendjemand meint, live im Stream, von wegen ich mach den Kack nicht mit, ich zerstöre alles, ja, dann darf die Person sich auch nicht wundern, wenn das dann für immer auf Film gebannt ist. Und das sehen ja nicht nur wir, das sehen auch die Leute, die sich vielleicht mal interessieren, wie zum Beispiel der Name XY, wenn man dann weiß, aha, der hat schon mal vielleicht in anderen Projekten nachgeguckt, schauen wir mal nach bei YouTube, in welchen Projekten hat er vielleicht schon mitgemacht, wie baut die Person, und dann sieht man dann den ganzen Kram, der passiert ist, wie die Person vielleicht ausflippt und andere Sachen zerstört, nur weil ihm das dann irgendwie zu viel war oder gegen den Strich geht, einfach mal so zu sagen, dann ist es natürlich die beste Werbung, die die Person für sich selber macht. Ach, da musst du. Und deshalb sage ich dann direkt, Leute, wir machen auch solche Weihnachtsaktionen, dann kommt da ein Weihnachtsbaum hin. Kann man, wollt ihr da mitmachen? Ist das für euch okay? Oder dies oder das? Das ist alles eigentlich Ostern. Halloween, ja, dass man halt diese saisonbedingten Sachen mitmacht. Hast du Holz? Ich habe ganz viel Holz, ja sicher. Ja, ich sammle mir das Auto schon was Holz ein. Hat du Möhrchen, ne? Hat du Möhrchen da? Nee, komm her, zack, zack. Zack, 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 zack. Mal kriegst du auch ein paar Steinchen. So. Genau. Bitte. Vor dir ist auch noch was. Haben wir was vergessen? Ja, ich hab's aber eingesammelt. Waren nur 3 Holzblöcke. Deswegen, wenn, dann macht man auch solche Geschichten mit. Ja, das ist gut.
Deswegen, wenn man ein Projekt richtig macht, dann macht man auch solche Aktionen mit. Dann heißt es, man macht auch die Halloween-Folge mit, auch wenn man mit Halloween nicht so viel zu tun hat, dann macht man eine Weihnachtsfolge mit, dann das gehört halt dazu. Ja, das ist von ne? vorher hier, Leute, ist nicht meins fertig. Eben. Aber das sabotiert da nicht oben dran. Eben. Und dann sehe ich schwarz, dann sieht auch Engelchen schwarz und dann ist vorbei mit der Person. Und wie gesagt, das ist hier alles bei YouTube auch zu sehen. Man muss es nur unter Community-Projekt bei uns suchen in den Videos. Das ist ja schon zwei Jahre alt oder drei. Ich werde den Teufel tun und jetzt irgendjemand diskriminieren oder so. Nee, ich habe ja auch keinen Namen genannt zum Beispiel. Ich sage nur, man kann das natürlich auch sehen, falls irgendwelche YouTuber oder andere Gamer mit der Person arbeiten, dann können die zum Beispiel sehen, aha, diese Themen liegen ihnen nicht. Dann dreht er durch zum Beispiel, wenn es heißt das und das. Oder dann hat die Person halt für sich selbst negative Werbung gemacht. Das müssen wir nicht machen, das hat die Person schon selber gemacht. Und deswegen sollte man sich immer, da ist jetzt daraus, wo ich raus will, dann sollte man immer wissen, mache ich so ein Projekt mit? Kann ich das verantworten für mein Gewissen? Habe ich Interesse auch dran, wenn es solche Themen gibt, wenn es eine Weihnachtsfolge gibt, wenn es Sonderfolgen gibt? Und wenn nicht, dann nicht. Ja. Wenn es ein nicht mit dem Gewissen oder mit dem Glauben oder mit Überzeugung vereinbar ist, dann sollte man es ganz lassen. Oder wenigstens uns so fair sein zu uns und sagen, passt auf, ich habe halt nichts mit das und dem und jenes und welches zu tun. Lasst mich da bitte zum Beispiel raus. Das ist dann alles kein Problem, dann kann man das einplanen. Dann wird da auch direkt nicht angefragt. Dann wird gesagt, komm, wir machen dann die Folge alleine, du musst dich da nicht mit rummachen, wenn es nicht deine Sache ist. Und fertig ist. Man kann mit uns ja schließlich reden. Man hätte von vornherein auch mit uns reden können. Ja, eben. Das ist aber nicht passiert und mein Gott, ich kann es jetzt auch nicht ändern. Ja. Und wenn man dann kann ich es jetzt nicht, nur... Fürs nächste Mal weiß man direkt Bescheid. Ja. Dann gibt es einen Befehl und die Person ist weg. So einfach ist das. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte nicht meckern, aber ich bin nicht das Kindermädchen, das hinter jedem herrennen muss. Ja, man soll schon selber. Und man soll sie auch selber in Eigenverantwortung hier präsentieren können. Ja, und auch mitbauen können. Was machen denn? Ja. Wenn gesagt wird, hier kümmere dich mal um dein Grundstück, das dann auch ein bisschen dekorativ ein bisschen aussieht, zum Beispiel jetzt mit Halloween oder so, dass man selber mal auf die Idee kommt und mal ja, zum Beispiel, sein Grundstück dekoriert. Oder wie beim Versus, dass man da vielleicht mal einen riesen Geist hinbaut oder dass man da ein kleines Monster hin... Ja, ich habe ja Spaß in so einem kleinen Tüften. Das hast du ja eher gemacht als ich. Ich habe zwar auch ein bisschen dekoriert, aber nicht so ganz extrem viel. Ja, man muss bedenken... Weil ich halt mit anderen Sachen noch beschäftigt war. Man muss bedenken, im Real Life ist Engelchen eher so die Dekorationskünstlerin. Und ja, im so Game bin was, ich das eher. Aber nicht gerade, was Halloween so angeht. Wohnen dekorieren ist so. Eine Art und Weise. Auch Weihnachtsklamotten aufstellen ist auch eine Sache noch, aber... So, dass ich da jetzt so extremst... Nein. Oben. Was für ein Haus ist diesmal zerstört? Ich glaube, keins diesmal. Ich glaube, diesmal nur Erde. Ich glaube, diesmal wirklich nur Erde. So, ich habe mal mitgeholfen. Ja, diesmal war es nur Erde. Dummer Creeper, so. Muss ich gleich gucken nach. Ja, hier müssen wir noch alles ausleuchten, das ist das Problem. Ja. Und da es jetzt auch mal wieder dunkel ist, könnten wir eigentlich gucken, ob wir irgendwie ein paar Dorfbewohner-Zombies finden. Könnten wir machen, ne? So, ich habe hier wie gesagt... Ich bin nicht bei dir. Hier ist einer, Engelchen. Ja, dann bring ihn hier hin. Ich muss aber erst gucken, wo ich die Dings hingeschmissen habe. Bring ihn in dein Pesthaus. Ja, okay. Ich muss erst gucken, wo. Haben wir ja Gott sei Dank hier, ne? Kommt er auch mit? Ja, er kommt durchaus. Ich denke, hat die Tränke hingepackt. So. Bin ich jetzt doof? Nee, geht er nicht hinterher. Warum nicht? Er will auf den Händler. Du kommst mit.
So, der Händler ist unsichtbar. Es dürfte jetzt eigentlich funktionieren. Mach bitte hinter ihm die Türe zu, Engelchen. Ja, komm. Moment, doch, Moment. Ja, den Moment haben wir nicht. Kopf zu. Oh. Ja, das war wieder ein Moment zu spät. Wo ist denn der jetzt? Im Pesthaus. Ist da, geh da nicht rein. Meine Sachen sind nein, da. Nein, ich suche gerade die Level. Kiste, wo ich... Hauptsache, du hast ihn jetzt eingeschlossen, den. Nee, der ist eingeschlossen. Ich suche gerade die Kiste, wo ich den Dings reingetan habe. Da. Den Trank der Schlüssel. Okay, da scheint er zu sein. Wo? Hier vorne? Oh oh, nö, er ist da, wo ich hin muss. Ja, warte, geh, bleib du mal da, wo du bist. Na gut. Oh, hier liegen Sachen von dir. Komm mal hier rein. Hatte ich gerade vor. Dann machen wir hier deine Klamotten. So. Ah, das gleiche Spielchen nochmal. Ja, wenn er mich mal rauslassen würde, danke. So. Ja, ist gefahren. Gut. Dann habe ich jetzt mal wieder ein Opfer erbracht für nichts und wieder nichts. Ja, dann würde ich jetzt sagen, schnell verwandeln. Du hast alles, alle Tränke und alles da. Geh durchs, ja. Geh über die Leiter hoch. Brauche ich nicht. Ist er hier? Komm her. Uhu. Deswegen habe ich doch hier Engelchen. Der bleibt doch sowieso so doof, wie der ist da drin stehen. Zack. Wozu habe ich da eine Lösung? Ich weiß, aber der ist unten in dieser blöden Tür. Ja, ich würde das. Ja. Ist er jetzt geschwächt oder nicht? Ja, sicher ist er geschwächt. Gut, dann hau ich den Goldapfel vor die Nase. So. Und jetzt lass ich mal vernünftig werden. Deswegen habe ich das Pesthaus extra so konstruiert, dass man es locker flockig von oben machen kann. So. Jetzt mache ich noch eine Kleinigkeit, sonst kann man halt den Dorfbewohner draußen rumlatschen. Ja. Hm. Hä? Wo werde ich denn jetzt her abgeschossen? Ach da. Ja, der Dorfbewohner zu mir, das ist bei dir. Ich warte erst, bis er zum Normalen geworden ist. Kannst du machen. Ja, ich muss die Dings abbauen. So. Kuckuck. Das ist ein Ertrunkener. Das ist eine Spinne. So. Auferstanden aus dem nassen Grabe. Gucken wir mal bei der Verwandlung zu. Wieder Frog. Der dauert wahrscheinlich nicht lange. Hm. Klappt doch. Er ist ein Dorfbewohner. Was haben wir denn für einen? Farmer? Nein. 98% ist immer ein Farmer. Oh, steckst du den Baum fest und kommst nicht raus? Das ist anscheinend nichts geworden. Dann weiß das noch nicht. Ja. Okay, ich soll schon mal besser weggehen. Erstmal vernünftig, was ich auch. Ich mein Bett für den Dorfbewohner, dass ich zumindest ihn legen kann. Ja, kannst du machen. Ist für ihn vielleicht bequemer. Ja, da wird es auch nachts oder was. Ja, ja. Deswegen, ja. Ich darf auf jeden Fall gleich noch Löcher stopfen. Ja, dann. Da war's. Wo war's?
Nö. Du lebst mir noch zu sehr. Ich schieße immer aus Untote. Ach so. Ja, ist so eine kleine Marotte von mir. Ich hab für den Bett brauchen, Mama. Enderman, der Enderman. Er guckt mich an von der Seite. Der Pech, ich gucke weg. Was hättest du denn gerne für ein Dorf? Das ist mir eigentlich relativ egal. Also, die wichtigsten Sachen sind zum Beispiel die Bauern und die Schmiede. Bogner und so. Ja, ist auch okay. Der kann verzauberte Bücher, glaube ich, aber Schatzkarten erstellen im Endeffekt. Wie baut man nochmal einen Pult? Guck einfach im Lexikon. Der Pult. Bücherregal. Drei Leder brauche ich. Zuckerrohr weiß ich, habe ich vorne. Haben wir denn schon Zuschauer? Ja, ich bin alleine. Ja, das ist doch schön. Haben wir einen entspannten Stream. Wenn uns keiner beziehungsweise kann, ich denke mal, da stimmt der Jack mir auch jetzt mal gerade zu, jetzt wo wir gerade, wo du sagtest, entspannt das Ding. Wir werden nicht mehr auf die Frage, darf ich mitspielen, eingehen, weil ich glaube, da haben wir zu oft schon gesagt, nein. Naja, das hat schon das hat schon Haare angesetzt. Das brauchen wir auch, glaube ich, nicht mehr groß kommentieren, warum und weshalb wir aktuell alleine spielen. Ja. So, falls sowas noch kommt, bitte Verständnis dafür. Nein, wir werden darauf auch nicht reagieren mehr. Wenn jemand fragt, kostet das 700 Euro. So, ganz ach, einfach. Quatsch, nein, aber das kam jetzt halt schon mal öfters, dass gefragt worden ist, darf ich mitspielen? Und ich finde das dann, ich muss es nicht 5000 Mal erklären, dass es nicht geht. Und gerade sage ich mal auch, wenn wir wirklich im Realm spielen, der Realm gehört uns nicht, das heißt, wir dürfen sowieso nicht bestimmen, wer mitspielt. Ob noch Plätze frei sind, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Dann müsste man wirklich über die Social Media Seiten angehen. Ach ne, ich brauche erst ein Dings, ne? Ich brauche erst ein Bücherregal. Ach, bin ich doch doof. Keiner gesagt. Doch, ich brauche mehr. Mehr findest du vor Haustür rechts. Ich brauche mehr Leder. Ich brauche doch 9 Leder insgesamt. Ach so. Haben wir unten keine Bücherregale mehr im Lager? Das weiß ich nicht. Ja. So, auf jeden Fall habe ich jetzt hier ringsherum schon gut gerodet. Haben wir Leder im Lager? Aber ich mache hier alles mal weg, was Bäume angeht. Ja, wie gesagt, dann sieht man auch besser mit den Zombies. Man kann besser laufen und alles. Es kann nur von Vorteil sein. Deswegen haben wir auch jetzt unseren ersten Dorfbewohner. Ja, den pole ich gleich um. Jetzt dürfen wir nur kein Bett umkriegen, sonst sind wir nämlich hier doch derbe gelackmeiert. Warum? Mit dem Bett um? Stört, dann kriegen wir einen Ruf. Na gut, kriegen wir es im Markt da. Dann kann man wunderbar mit Dorfbewohnern handeln, das reicht. Ja. So. Ich glaube, ich brauche aber noch mehr. 1, 2, 3, 8, bin ich doof. Sag ich jetzt nicht schon. Ich habe auch nichts gesagt. Das war das irgendwie so, ne? So, so. Ja. So ist schon richtig, so ist schon ganz richtig. So, so und so. Ja, passt. Wo kann Bock, dass nochmal hier ein Creeper hochgeht? Ja. Ist doch auch okay. So, jetzt muss ich mir einmal von oben aus reinfallen. Beim Dorfbewohner. Ja, der versucht rauszukommen. Ja, ist okay. Aber ich hab den die Eingänge zugemacht. Dorfbewohner, du möchtest doch bestimmt was werden, ne? Du möchtest einmal mal zur Seite. Ja. Und? Und was wird er? Warum verwandelt er sich nicht? Doch, jetzt! Kartenzeichner!
Bibliothekar. 24 Blatt Papier für den Smaragd. Mhm. Was so? Haben wir jetzt was gemacht? Nee, nee. Ich habe gerade was gelesen, was mir so ein bisschen erschrocken hatte. Mhm. Huh. Ich glaub, bin hier aber ganz vorne im Hochsaal weggekommen, was ich gerade baue. Oma, das habe ich jetzt erschrocken. So was gelesen, das soll hätte ich lesen sollen, oder was? Nee, hier. Ich fax es dir mal eben rüber. Mach mal eine Pause und lies mal. Ich kann nur zu den Leuten sagen, probiert nichts mit Chemikalien zu Hause, kommt nicht gut. 6:32 Uhr. So, ist mal hier hoch. Chemielabor, wo ist das Notfeld? Schon mal eine Idee. Deswegen sage ich ja, Leute, baut nichts mit Chemie zu Hause, kommt nicht gut. Jetzt habt ihr ganz viele laute Erlebnisse. Ich weiß nur gerade nicht allgemein, wo die Straße ist, aber passt schon. Ja, das macht auch nichts. Und Chemikalien, alles klar. Ja, schon froh, dass da nicht meine Adresse steht. Ich kann ja meine Adresse öffentlich sagen. Spielt einer bei dir mit Chemikalien oder was? Der Einzige, der mal Kloreiniger irgendwas in Luft jagen will, bin ich, aber sonst habe ich keine Pyromane oder so im Haus. Aber ich muss bei mir zusammen, bei mir ist das eher weniger. Ja, ist halt so, ne? Bei mir kommt man nicht so eine Idee. Sagen wir mal so, ich kann meine Adresse ja sagen, ist ja kein Problem. Damit vielleicht auch mal die Post, die Fanpost ankommt. Postfach 1617, also wenn ihr mich sucht, da findet ihr mich. So, hier vorne war doch auch ein Creeper, das kann ich doch auch mal hinzumachen. Ich sowieso schon mal dabei bin. Vorne war doch auch noch irgendwo ein Creeper noch hier unten. So. So, dann brauche ich zwei Türen. Irgendwie habe ich so das gleiche Feeling, was wir sonst haben, wenn wir im Offline was vorarbeiten. Hm. Dass ich jetzt am liebsten Musik anmachen würde oder ein Hörbuch anmachen würde. Weil sonst ist ja nichts los hier irgendwie heute wieder mal. Aber dafür wird morgen bei dir wieder mehr los sein. Keine Ahnung. Doch, doch. Würde ich sehen. Ich auch wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, letzte Woche war einfach nur wegen Ostersonntag, dass ich nicht live war. Ja. War aber dann auch besser so. Ich glaube, mit mir hätte man Sonntag nicht wirklich Spaß gehabt. Jetzt nicht aufgrund dessen, weil ich müde oder irgendwas war, sondern weil ich Sonntag schon arg genervt war. Und einfach froh gewesen bin, als es endlich hieß, nach Ostermontag ist es Oster vorbei. Sagen wir es mal so, Engelchen wollte unbedingt mit mir Eier färben, aber ich bin schneller gewesen und weggerannt. Deswegen habe ich jetzt auch Rückenprobleme. Und ich werde mich eventuell in medizinische Obhut mal für eine Begutachtung begeben müssen. Das kommt davon, wenn der Werte her sagt, ach, ich zeig dir jetzt mal was mit dem Sport. Ich kann ja so gut Sport machen und sich dann verdrehen. Sagen wir es mal so, ich habe dir nur gezeigt, was ich noch alles kann. Und das habe ich auch geschafft. Ja, hinterher wusste ich es nicht mehr von, aber ich habe es sogar noch geschafft. Also so ist das ja nicht, ne? Aber jetzt mit als alter Lappen mit 40 Jahren, da darf man auch schon mal aufpassen. Doch, ich bin jetzt im Lappenalter. Ach Quatsch. Doch, doch, doch. Lass ihn mir nicht nehmen. Ich darf jetzt fies sein, ich bin im Lappenalter. So. So. Und dann hier einmal rum. Aber Leute, ich bin offen, ich gehe offen mit meinem Alter um und alles. Okay. Ich sage immer, es ist nicht schlimm, wenn man älter wird. Es ist nur schlimm, wenn man es nicht wird. Ganz einfach. Schlimmer, wenn man es sich nicht eingesteht. Ja, eben. Oder wenn man der ewigen Jugend hinterherläuft mit, was weiß ich, 50, 60, dann am liebsten noch einen auf 30 oder 20 machen. Und was weiß ich alles dafür Quatsch. Leute, bleibt so, wie ihr seid. Das ist am besten.
So, stellt euch, das ist ganz einfach. Ja. Und wenn er graue Haare hat, ja und? Ist doch ein Auszeichen von der Natur. Irgendwann kriegt das jeder graue Haare. Entschuldigung, tut mir leid. Ja. Aber wenn ich das Ganze mitkriege bei den ganzen Promis, die sich dann die Lippen aufspritzen lassen oder sich die Haare vom Hinterteil oben in die Stirn verpflanzen lassen oder sonst was. Ich finde das eher schlimm, wenn man sieht, dass gerade Menschen sich dahin packen und sich mit Absicht graue Haare färben lassen. Ja, das gibt's auch. Dieses Phänomen. Ich mir denke jetzt mal ganz ehrlich, ne, mit einem höheren Alter wird das kommen. Ja eben, müssen wir Zeit abwarten. Graue Haare oder silberne Haare, wie man es auch immer noch nennen möchte, bekommt. Aber man muss es doch nicht jetzt übertreiben. Eben, das sind ja meistens dann die jungen Influencer, die sich da den Spaß machen und Haare, ich habe jetzt graue Haare, ich habe was Besonderes auf dem Kopf. Gibt auch männliche Kandidaten, die sowas machen. Leute, lasst den Scheiß, ihr seid Vorbilder. Himmel, die Berge, was soll denn der ganze Kram? Gut, ich hatte meine Haare auch schon mal in verschiedenen Farbtönen und? Das macht nichts. Also ich habe es bis jetzt immer nur einmal also in einer Farbe gefärbt. Wie gesagt, Leute, lasst den Unsinn einfach sein. Ihr werdet von später von Natur aus grau, wenn ihr es erlebt. Und ihr seid Vorbilder. Die Leute und die Jugend richten sich nach euch. Denkt mal drüber nach. Das ist ja nicht nur das. Deswegen, ich finde, die Leute, die sollten einfach mal nachdenken. Desto mehr du noch deine Haare färbst, desto eher bekommst du graue Haare. Ja, zum Beispiel, die gehen kaputt. Das auf jeden Fall. Aber wenn ich dann mitkriege, dass man zum Beispiel als Influencer, als Mensch mit Einfluss, was es ja eigentlich auch heißen mag, dass die zum Beispiel sich dann das und das und Haar und jenes und welches. Mit Absicht. Ja, vor allen Dingen das. Da geht bei mir die Galle hoch. Da denke ich mir, sag mal, an welchem Blitz habt ihr eigentlich genuckelt? Ihr seid Vorbilder, die Jugend und Leute, die vielleicht depressiv sind und sowas, die retten sich durch eure Aktion vielleicht den Tag oder denen geht es dadurch gut, wenn sie euch angucken. Und wenn ihr dann so einen Scheiß macht, auf Deutsch gesagt, ja, ich sag das einfach, wie es ist, ist mein Stream, ich darf das sagen. YouTube kann mich zensieren, ist mir pillepalle egal. Auf jeden Fall, wenn ihr mit eurer Vorbildfunktion dann nicht richtig umgeht, dann solltet ihr am besten die Sachen sein lassen und sagen, wisst ihr was, ich mache jetzt nur noch mein Ding, egal ob ihr das gut findet oder nicht. Wenn ihr jetzt eh sowas macht, dann bitte, seid wie ihr seid. Aber bedenkt, solange ihr in der Position seid, dass ihr Videos ins Netz stellt, Fotos ins Netz stellt, ja, mir kann hier drin nichts passieren, ich bin gerade nur im Baum. Ach, da, hat man gefunden. Phantom, oder? Ja. Wie gesagt, sobald ihr Leute habt, wenn ihr zum Beispiel ein Video ins Netz stellt oder ein Foto, wie ihr gerade was macht, dann bedenkt, es gibt Leute, die gucken das, die gucken sich das ab und die nehmen euch zum Vorbild durch diese Aktion. Und eben dann, wenn ihr das macht, wenn ihr die Aktion gemacht habt und jemand schreibt, das finde ich gut, ich mache das auch. Das war unser Haus, ja. Jo. Dann habt ihr die Vorbildfunktion und dann habt ihr die Verantwortung und dann macht was damit. Aber was Positives. Nee, vor allem, man muss auch dazu sagen, bei den meisten YouTubern ist das dann mittlerweile so. Die haben ja auch Fans, die sind ja nicht in, sag ich mal, im Alter über 18, sondern unter 18. Ja. Und die nehmen schon eigentlich einen als Vorbild eigentlich irgendwo wahr. Genau, und ich komme jetzt auch nach Hause, damit ich mich hinlegen kann. Deswegen scheißt nicht auf eure Vorbildfunktion, Leute. Macht das Beste raus und macht mal was Vernünftiges. Nicht irgendwelche dusseligen Challenges, wie ihr euch selbst Bleichmittel in die Augen kippt oder irgendwelchen anderen Schwachsinn, den es da gibt. Gut, ich habe auch die Katerzeit-Challenge gemacht, aber das ist etwas, was auch den Missstand der aktuellen Lage durch Corona hinzuweist. Ich sag nur noch, was die Ice Bucket Challenge. Ja, die haben wir auch gemacht. Im Nachhinein. Ich bin gerade frisch aus dem Krankenhaus raus. Ja, da hätte ich dir am liebsten noch eins in die Ohren gegeben. Sagen wir mal so, ich hatte sie schon vorher aufgenommen, hatte sie aber dadurch, dass ich ins Krankenhaus kam, jetzt nach dem Krankenhausaufenthalt erst
hochladen können. Das war mein Problem. Und ist der Scheiß immer noch so heiß? So. Wenn man kalt nicht kochen kann. So, jetzt habe ich genug gemeckert und geschimpft. Jetzt habe ich erstmal was getrunken. Wie war das gestern nochmal mit den Kartoffeln? Scheiße, die waren doch noch was? Ja, aber ich habe damit keine Probleme. Ich kann auch was Heißes in der Hand nehmen. Ne? Nee, ich gestern. Ja, du bist da ein bisschen empfindlicher als ich, das stimmt. Und ein bisschen. Und ein bisschen empfindlich. Wie gesagt, meine Botschaft ist, bleibt wie ihr seid, aber bedenket, ihr habt Einfluss. Verändert euren Style einfach nicht. Wollt ihr das, was ihr macht, einfach nicht. Und man muss auch nicht jedes moderne Gedöns mitmachen anhand von Challenges oder sonst was. Das muss auch nicht sein, nur damit ihr in seid für irgendwas. Weil das ist schon wieder eine Form von Mobbing und das verurteilen wir aufs Schärfste. Das ist ja nicht nur das, aber auch gerade, sag ich mal, wenn jetzt irgendeiner jetzt mal gerade nicht die Markenklamotten hat, dann macht er ihn nicht fertig. Ja, eben. Weil das ist Mobbing. Da steckt wahrscheinlich irgendwas hinter, warum und weshalb er sich das nicht zulegen kann. Oder möchte. Oder auch möchte vielleicht. Ihr möchtet zum Beispiel auch nicht die neue Creme von was weiß ich wen ausprobieren. Nur weil jetzt alle das machen. Ja. Nö, ich bin lieber ich. Ich bin nicht einer von vielen, ich bin ein Einzelstück. Nee, vor allem man muss sich auch mal bedenken. Wir sind Unikate, wir sind doch keine. Wenn ich mitkriege, wie jetzt die heutige Jugend teilweise gemobbt wird, nur weil sie dann das und das nicht haben, dann denke ich mir auch nicht so, ja. Ja, was soll der Scheiß? Ich hab den Mist auch nicht damals gehabt. Und wenn jemand zum Beispiel über Mobbing reden möchte, kann er das auch gerne mal tun. Deswegen schreibt man. Kann das ja auch als Thema mit einfließen. Ja, eben. Weil man muss ja nicht immer ha und ne und heiße Teile machen. Nö, wir können auch einen Themenstream machen. Genau, Thema Mobbing zum Beispiel. Ihr könnt ja mal in die Kommentare was schreiben. Seid ihr schon mal gemobbt worden? Oder habt ihr vielleicht sogar mal jemanden aus Versehen, was ihr gar nicht wolltet oder was euch später mal leicht getan hat, jemanden mal gemobbt? Später Einsicht ist auch eine Einsicht. Wenn er sagt, das war scheiße von mir, dann könnt ihr es ja auch sagen. Das stimmt. Ja. Warum auch nicht? Man kann immer eine Einsicht haben, ne? Ja. Später Einsicht, das war auch eine Einsicht. So, man hinterher von sich selbst aus sagt, das war Mist von mir. Ja. Ich hätte es vielleicht besser machen sollen, solange ist das in Ordnung. Danke. Da war eine irgendwas. Hm? Deswegen, wir können auch gerne mal ein- oder zweimal im Monat einen Themenstream machen. Dass man neben dem Gaming hier auch mal ein Thema mit anspricht. Man kann allgemein viele Themen ansprechen, wenn man hier aufnehmen ist oder wenn man hier live ist. Weißt du, aber sowas kann man halt immer im Livestream machen. Ich muss dazu sagen, ich bin damals auch ausgegrenzt worden, auch weil ich keine Markenklamotten hatte. Ja, weil meine Eltern sich nicht das Neueste vom Neuesten leisten konnten. Das ging mir auch genauso. Ich habe damit gelernt, umzugehen. Ich habe nach einer Zeit gelernt, wisst ihr was, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Ja. Ich bin lieber lebendig und springe dagegen. Ja, bei mir war das eher so auf der Schiene, ja, du hast keine Markenklamotten, halt, du gehörst nicht dazu. Ja, das war bei mir auch eine Zeit lang so. So war das halt bei mir und ich meine,
ich sage jetzt nicht, wie es bei mir jetzt ausgegangen ist, es ist bei jedem ja auch anders. Ja. Nur, klar, Mobbing ist halt in der heutigen Gesellschaft halt oben dran. Mobbing ist scheiße. Ob es jetzt Mobbing in der Schule ist, ob es jetzt am Arbeitsplatz ist, spielt ja keine Rolle. Gibt ja sogar ist immer noch ein großes Thema. Es gibt ja auch was Schlimmes sogar in der eigenen Familie, Leute, die einen mobben. Der ältere Bruder vielleicht, die ältere Schwester, jüngere Bruder, jüngere Schwester. Unterschiedlich. Ne? Eltern vielleicht sogar auch. Kann auch alles geben. Und genau die sollten eine Vorbildfunktion haben. Ja. Es ist meistenteils so, ne? Dass du zwar sagst, du musst eine Vorbildfunktion haben, aber es sind halt auch viele, die Vorbildfunktion dann auch ein bisschen missbrauchen. Ja. Und wenn ich merke, ich bringe nur noch Unsinn, dann sage ich auch, ich scheiße auf meine Vorbildfunktion und mache nichts mehr in der Beziehung. Nein, aber ich sag mal, wenn ich merke, dass irgendjemand gemobbt wird, dann sage ich auch schon was, so ist es nicht. Ja, dann ja, dann bin ich auch mit dabei. Ich glaube mittlerweile, wenn man die Schiene überhaupt mitgemacht hat, also ob man jetzt Opfer gewesen ist oder ob man da wirklich mitgemacht Täter war, hat, ist das doch, wenn man so auf rückblickend wirkt, doch anders, weil man geht dann damit komplett anders um. Ja, sicher. Das Einzige, was man natürlich nicht machen sollte, ist, wenn man wirklich gemobbt worden ist, auch mobben. Eben. Dann sollte man sich dem bewusst sein, was später, was früher mal war. So war es zum Beispiel auch in meinem Fall. Ich bin von Corona versucht, die ganze Zeit rauszukommen. Ist normal. Ich bin zum Beispiel auch mal gemobbt worden von einem, der früher Mobbing-Opfer war. Und dann wurde die Person dann angesprochen, weißt du noch, was mal vor ein, zwei Monaten oder ein, zwei Jahren war? Denk mal drüber nach. Ja, und dann ist die Person nur kreidebleich geworden, weil sie sich dem bisschen besonnen hat und erinnert hat. Und ab da war es dann ruhiger wieder. Die Person hat sich dann natürlich auch bei mir entschuldigt. Ich habe auch die Entschuldigung sogar angenommen. Und habe gesagt, unter der Bedingung, dass du es nicht nochmal machst, ist es okay. Aber sollte ich das mitkriegen, dass du es nochmal machst, egal bei wem, bei mir oder bei jemand anderes, dann kannst du davon ausgehen, dass ich andere Seiten aufziehe. So. Der hat auch einen. Oh, jetzt muss ich aber... Hast du nicht vorhin noch gesagt, am Anfang des Streams, du willst Dreizacker sammeln? Ja, deswegen war ich auch im Wasser. Sonst wäre ich jetzt auch nicht freiwillig da reingegangen. Hast du was gesagt? Wäre ich mitgekommen. Na, ich habe ja immer mal angedeutet, dass ich mal wieder auf Tour gehe. Aber da ich so schnell kaputt gehe, habe ich jetzt auch nicht gedacht. So keine Rüstung noch wahrscheinlich. Denke ich mal, dass die Rüstung irgendwie unter ferner Liefen weg war. So, und jetzt darf ich auch mal schnell. Jetzt darf ich erstmal schnell wieder ins Wasser springen und meine Sachen aufsammeln, bevor die ertrunken sich damit. Kannst gerne mitkommen, wenn du möchtest. Wo bist du? Ich bin gerade auf der Brücke zum Wasserfahrt. Dauert einen kleinen Moment, bis ich da bin, weil ich bin gerade im Lager unten. Ja, eventuell bin ich bis dahin sogar schon. Ich gerade Wasser aus. Steine aus. Dann für die Mauer weitermachen. Sprich dich aus. Ach, hinten wieder bei der üblichen Ecke bist du geschoren. Naja. Man kennt es doch schon, oder? Ja, ich sehe es gerade. Das Ding. So. Das Gammelfleisch ist mir shit egal. Aber mein Bogen, meine Sachen, mein Fleisch und so, das möchte ich noch behalten. Was war das jetzt? Das war mein Schwert. Mist. Hatte doch nur noch einen Schlag. Hier komm. Put. Das ist aber der falsche. Holte den anderen an, den mit dem Dreizack. Hier, ich weiß, das macht man eigentlich nur bei Hühnern. Bei Hühnern. Oder hyperaktiven Meerschweinchen, die nicht wissen, dass sie Meerschweinchen sind. So. So. Hä? Dreizack. Wo? Hab ich bekommen. Ach so. Bist du da, bist du. Ja, irgendwas hat mich jetzt gerade attackiert.
Mopse. Ja, ist doch gut. So, jetzt kommt er gleich raus, deswegen equip ich mich mal eben ganz übelst schnell. Noch eine Mopse. Ja, ist doch gut. So. Habe ich den anderen Dreizack? Ja, ich habe auch noch einen Dreizack bekommen. Ja, die stecke ich mal zusammen. Dann habe ich wieder einen normalen Ganzen. So. So. So einfach geht das. Wir können jetzt mal. Ach, weißt du, was mit gestern passiert ist? Aber jetzt nicht auf der Map hier, sondern auf der anderen. Nö, ich habe gestern einen Delfin geschlagen. Der hat mich einmal nur geschlagen und ist abgehauen. Das weiß ich. Das war unsere neue Probe-Map, von dem, was wir ausprobiert haben. Ja, ist klar. Ja, Luft. Was machst du denn da? Ich habe einen Dreizack-Menschen Viech erledigt. Ist er nee, schon kaputt, ja, der ist schon kaputt. Der ist schon kaputt. Okay. War aber geizig. Und da vorne sind drei Stück und einer hat ein Dings. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir wieder Trank der Dings-Da-Bumster machen. Unter Wasser atmen. Unter Wasser atmen, ja. Hol dir bitte eine Rüstung. Ja, sollte ich auch, hast ja recht. So. Hallo Dorfbewohner-Zombie, ich kann dich leider nicht heilen. Nicht unter Wasser, zumindest. Wo denn? Hier, unter Wasser. Hier in dem Dings, wo ich auch umpaddle? Nee, nee. Ich wollte gerade sagen, ich suche dich da gerade, aber sehe keinen. Der bürgt gerade seine eigenen Leute ab, der da drunten. Die Intelligenzbestie. Ja, solche gibt's auch. Ach, jetzt sehe ich deinen Namen. Nicht mehr. Komm ich doch mal in deine Richtung geschwommen. Ganz ruhig, hier sind zwei Dorfbewohner-Zombies, ein kleiner und ein großer. Unten ist einer mit Dreizack, vorsichtig. Ja, ja, deswegen lenke ich ihn ja auch gerade ab. Wo ist er denn? Ah, da ist er ja. So. Eine Luftrunde hier. Ja, ich geh auch mal kurz hoch. So. Hast du eines gekriegt, einen Dreizack? Ich auch nicht. Cool. Nee, ich hab nur einen. Ja, gut. Was einer ohne? Ja, ich muss wieder ein paar Tränke unter Wasser und Atmungstränke machen. Hinter dir, vorsichtig! Hä? Lauf, lauf, oh. Lauf, lauf! Lauf, 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 lauf. Ja, jammer, jammer. Ja. Ist das dein Ernst? Nee, ich wollte den hier platt machen. Dein Ernst? Ja, von und zu. Ich wollte nur den hier platt machen. Ja, du wolltest immer nur. Ja, wir kennen es ja vom letzten Mal. Hast du mich platt gemacht. Ach ja. Da habe ich eigentlich noch ein paar Schüsse. Gut, warte mal, bleib mal stehen. Engelchen. Die Klappe, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, warte. Engelchen. Lass mich in Ruhe. Engelinchen. Ich bring dich auch um, schwör's dir. Das hast du auch schon ein paar Mal gemacht, jetzt bin ich dran. Oh. Haben wir hier nicht mehr was drin bei uns in unseren kleinen... Ne. Wie klein? Unseren kleinen Nebenraum hier. Den mit der Klapptür. So. So, jetzt heißt es wieder Level farmen und dann geht's weiter. Ja, und dann, wenn du stirbst. Achso, brauchst du Holz? Nein. Da bist du schon wieder drin. Dann tu ich das Holz hier rein. Tu ein Holz, gehst du. Ja, ja. Hab ja nur ein bisschen gesammelt. Kommen auch die Setzlinge sofort mit bei, weil es hier auch Holz ist. Sticks kommen auch mit bei. Was sagst du, ich sammle Cobblestone. Ja, ich komm mal mit rein. Brauchst du hier was für Häuser bauen, oder? Weil ja, Cobblestone haben wir genug da. Aber wir brauchen für die Mauer nur ordentlich. Ja, ja, das weiß ich. Wir müssen ja hinterher noch brennen. Ja, dann equippe ich mich mal um. Ich habe hier noch ein paar Spitzhacken da. Deswegen sage ich ja, ich mache immer alles das, was du sonst machst, wenn ich streame. Ja. Oh, eine Spinne. Moin! Herzlich willkommen in unserem kleinen Stream. Entschuldigung. Ich habe das die ganze Zeit nicht so drauf geachtet. Ja.
So. Jo. Ne, da geht's mir zu tief fürs Moment. So. Ich hab ein Buddelloch hier gemacht. Hast ein Buddelloch gemacht, hast du fein. Ich werde hier auch noch ein bisschen buddeln. Ja, mach ruhig hier, wo ich auch bin. Ja gut, dann komme ich ein bisschen in deine Richtung. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Themenstream. Oder improvisierten Themenstream. Haben wir eben so kurzfristig entschlossen, dass wir es mal machen können. Wir haben gesagt, wenn mal Themen angesprochen werden sollen, warum nicht? Über das Thema haben wir vorhin auch schon philosophiert mit Stream. Erst, wenn man sich ein bisschen besser kennt oder wenn wir ein Community-Projekt starten. Und du kannst gerne noch im Stream mit bei sein, mitschreiben, denn so lernt man sich kennen und dann kann es sein, dass du vielleicht auch dabei bist. So. Ich fahre mir auch sofort noch ein bisschen Kohle ab. Weil dann haben wir auch was zum Brennen. Ich hab ein Glück 2. Ja, kann ich ja nichts für. Dann kriegen wir mal mehr raus. Ja, ich brauche ein paar Level. Das ist das Thema, was ich vorhin ja schon meinte. Ich glaube, irgendwann hat man aber auch keine Lust mehr darauf noch zu reagieren. Ja. Na gut, dass jetzt drauf reagieren. Wenn du drauf reagieren möchtest, dann mach's, aber ich werde es in meinem Stream nicht mehr ansprechen. Ja, wie gesagt, vor allem kann ich mitspielen und dann zack, bumm, raus. Ja, das ist immer wieder. Ich glaube, das haben wir jetzt schon so oft gehabt. Entweder man hat wirklich Interesse und bleibt dann wirklich auf dem Kanal. Ja, oder man hat kein Interesse und geht dann sofort wieder. Ja, und das ist das, was die Spreu vom Weizen trennt. Also, wenn jemand fragt, kann ich mitspielen, das heißt nein. Aber du kannst gerne auf dem Kanal bleiben und dann abhaut, der hat doch keine Chance bei uns. Zuschauer, wo die zugucken. Ja, so ist das halt. So, ich bin jetzt bei dir. Ich habe auch 0 Zuschauer. Wo ich eigentlich drin bin. Keiner will uns sehen. Nur nicht mal wir selber. So. Nein, es ist halt immer. Es ist halt nicht böse gemeint, nur. Es ist halt zu 95% der Fälle, du sagst nein und zack, bumm, sind die Leute dann raus. Das finde ich ein bisschen schade, weil man gibt uns noch niemals die Chance, mal bei uns im Stream reinzugucken. Vielleicht gefällt es einem ja doch bei uns im Stream. Eben. Und da ist das, was ich anspreche. Man kann bei uns bleiben, man kann dann uns kennenlernen, dann kann man auch mal mit uns streamen und mit uns sprechen, spielen. Und wer sich so gibt, der braucht gar nicht mehr zu fragen, dann ist vorbei. Vor allem, moin, darf ich mitspielen? Kann man mitspielen. Darauf reagiere ich mittlerweile schon ein bisschen allergisch, weil ich mir denke, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ihr kommt das erste Mal in den Stream rein und fragt die Person sofort, darf ich mitspielen? Naja. Das ist ein No-Go, das macht man nicht. Ich gehe auch nicht nach euch nach Haus rein. Ich gehe auch nicht nach McDonald's und frage, hier darf ich bei euch mitarbeiten. Es ist dasselbe Thema oder zu einem anderen YouTuber, darf ich bei dir mitspielen? Wenn er schon seine feste Crew hat. Ich hätte es jetzt anders gesagt. Ich komme ja auch nicht nach euch nach Hause rein und sage, darf ich mit deinen Eltern eine Charade machen? Oder wie sieht's aus? Wo ist der Kühlschrank? Ich habe Hunger. Ne, das macht man ja auch nicht. Es ist halt, wie gesagt, nicht böse von uns gemeint. Und man muss sich auch mal wirklich aufhören. Man geht auch nicht zum XY hin und sagt, ja, hier darf ich jetzt mitspielen. Ja. Weil da wird man zu 100% immer ein Nein. Ein Nein bekommen. Und ich habe für mich gesagt, ich werde in meinen Streams sonntags da nicht mehr drauf eingehen. Hi. Hi. Und so viel negativ? Ja, ich buddel hier ordentlich, ne? Alles gut. Deswegen, ich gehe auch nicht nach euch nach Hause hin und frage, wo sind die Kartoffeln? Darf ich mitspielen oder irgendwas? Ja. Aber jetzt mal ist immer so, wenn sowas kommt, gibt es immer für mich einen Schnaps. Dann muss ich immer einen Schnaps trinken. Und wenn ich am Ende des Streams noch gerade sprechen kann oder laufen kann, dann ist das ein schlechter Stream gewesen. Wenn es ein guter Stream ist, kann ich nicht mehr laufen. So einfach ist das. Aber ich sag mal so, ich finde es auch ein bisschen respektlos. Entschuldigung, tut mir leid. Nimmt man Stream saufen. Nein, nicht das, aber ich finde es ein bisschen respektlos, wenn man dann reingeht, schreibt Moin und dann sofort das Moin kann ist ja in Ordnung. Mitspielen. Da soll nichts dagegen. Ja, das Moin Hallo, ist ja auch Moin, bei mir noch niemals gerne. Das, aber dieses sofort, dieses darf ich mitspielen. Freundlichkeit, das dieses ist okay. Betteln, dass man mitspielen darf. Nein, natürlich nicht. Betteln ist das noch nicht gewesen, es war nur eine Nachfrage. Betteln ist bitte, kann ich mitspielen, ich mache dir auch die Hausaufgaben. Das ist ja für gut. Mich aber so Art Bettelei.
Deswegen versucht es erst gar nicht bei mir sonntags in meinen Streams, egal ob der Jack das liest oder ob ich das direkt lese, ich werde da nicht drauf eingehen. Und bei mir werden solche Leute prinzipiell aussortiert. Das heißt, genau. Für jeden, der das nächste Mal fragt, darf ich mitspielen, wird bei mir auf der Seite, also bei mir auf dem, im Stream noch blockiert. Weil ich möchte das nicht. Weil wenn wir ein Community-Projekt machen, dann wird's auch, dann wird da wahrscheinlich auch drunter stehen, wir spielen mit euch gemeinsam. Genau. So tief brauchst du nicht runtergehen. Warum nicht? Weil wir noch nach rechts und links gehen können. Oh, von mir aus. Du kannst hier hinter uns ein zweites Lager klatschen. Ich will ja kein Lager klatschen. Lager hier nicht passt. Wir haben immer noch Fläche und können hier sagen, okay, guck mal, hier können wir noch ein zweites Lager hinmachen. Na gut, dann baue ich jetzt von oben ab. Ich möchte einfach nur Steine holen für uns. Ja, ich mache das doch auch nicht anders. Ja, du brauchst Steine, hast du gesagt, also hol ich Steine. Ich buddel hier nämlich die ganze Zeit deine Wege wieder, also deine... Ich buddel die ganze Zeit die Böden wieder hier rein. Dann bist du selbst schuld. Nein, wir müssen nicht so tief gehen. Wir können ja auch noch nach rechts und links, wir können ja ausweiten. Du musst jetzt auch nicht unbedingt nach oben hin bis zur Oberfläche gehen. Du kannst auch hier nach rechts und links rausgehen noch. Heißt hier noch ein Stückchen weiter gehen oder in eine andere Richtung weiter. Da findet man auch noch ein paar Ressourcen. Wie ich jetzt gerade mit Eisen. Ja, ist noch besser. Jetzt steht wieder bei mir eins. Ja, guck. Bei dem müsste auch eins stehen. Ja, ja. Jo. Aber es hängt bei mir ein bisschen. Bei mir meistens, wenn mir jemand kurz durchs Bild läuft. Bei mir hat es einmal kurz Fohlen gehangen. Das ist auch wieder ein bisschen behäbig. Bei mir hat es vorhin einmal kurz gehangen, als du gestorben bist. Mhm. Beziehungsweise, was seht ihr öfters? Ich bin nicht gestorben, ne, heute. Noch nicht, aber warte mal. Können wir ändern. Witzig. So. Hat es bei mir auch kurz gehangen, was geht. Und wie ich schon letztes Mal gesagt habe, wir machen das so, oder ich will es demnächst so machen, wenn kaum jemand zuguckt und so, dann mache ich maximal eine Stunde, vielleicht ein bisschen mehr als eine Stunde, Stunde und halb, keine vollen zwei Stunden. Und wenn jemand drin ist, dann verlängert sich das Stream natürlich automatisch, weil man dann mehr Themen hat und weil es noch mehr Spaß macht. Außer, wenn es jetzt heißt, wir müssen jetzt noch das und das fertig kriegen, dann hänge ich natürlich auch noch ein paar Minuten dran. Ich meine, klar, Cobblestone fahren kann man auch im Offline machen, so ist es nicht, aber ich möchte halt so viel wie es geht halt live machen. Man hat ja gesehen in einem Tag, als wir hier das erste Mal New World, genau. Als ich doch die, ich bin ganz deiner Sprachmeinung, die Burgmauer doch gesetzt hatte, wie weit ich da gekommen bin im Stream. So weit kommst du halt in der Aufnahme nicht. Ja. Und ich habe ja am Anfang eigentlich immer geguckt, dass ich dann auch Pausen reinmache, dass ich dann zeige, okay, ich fange damit jetzt an, so soll es aussehen und ich mache eben den Rest, pausiere dann und zeige euch dann, wenn es fertig ist. Nur ich habe jetzt auch, weil ich auch bei verschiedenen anderen YouTubern gucke und das sind auch teilweise Projekte, die schon, ich sag mal, 1, 2, 3 bis 5 Jahre gelaufen schon sind, wo dann auch wirklich gesagt wird, ja, klar, ich möchte es auch eigentlich an sich pausieren, aber dann ist ja das, was wir eigentlich machen, weg. Deswegen, ja, sicher. Da ich momentan hier keinen, sag mal schnell, Trailer. Nicht Trailer, Intro. Momentan kein Intro hochladen kann, mache ich das mittlerweile so, dass ich dann sage, okay, dann verlängert sich jetzt halt die Aufnahmezeit bei mir. Du kannst auch das Intro, glaube ich, bei YouTube hochladen, das dann ja, über Creator bearbeiten. Ich kann es auch separat. Ich muss sowieso mal gucken, dass ich immer meine Videos überarbeite. Ich kann das Video rein theoretisch bei YouTube runterladen und dann am Laptop versuchen, das Intro reinzumachen. Aber du machst das über Capture Card, dann hast du ein externes Speichermedium. So. Das würde gehen. Die hast du auch, aber die Capture Card. Ein bisschen doch momentan. Also jetzt im Moment habe ich nicht so viel Zeit dafür. Sonst würde ich es machen. Hier ist Eisen. Ja, bau ab. Oh, ist kein Platz mehr. Ja, muss ich gucken. Hast du kein Platz mehr im Inventar? Weiß ich nicht. Doch, Eisen kriege ich noch mit. Hallo. Mit deiner hochverzauberten Effizienz, ja, tolle. Wenn du dich da nicht vorstellen würdest, dann könnte ich mit dir abbauen. Angenehm, ich stelle mich jetzt nicht mehr vor.
Und nicht vergessen, zwischendurch Fackeln setzen. Dann macht das. Sonst haben wir gleich die schönste Monsterparty ever. Macht nichts, sind auch gute Level. Ich sehe sowas immer nur als Positives. Das ist mir durchaus groß. Nein, wir haben noch hier in der Truhe Kabel. Nur das Problem ist, wir brauchen hinterher zum Schluss brauchen wir eine Menge noch. Und das Gute ist, wir brauchen heute nicht mal ins Neta, um Lohnrouten zu sammeln oder irgendwas. Wir haben das schon im letzten Stream gemacht. Im vorletzten Stream war es. Vor Ostern. Da haben wir auch hier die Burg belagert. Neta-Burg auf die Neta-Feste. Genau. Da haben wir uns auch gut einen abgebrochen, bis wir was gefunden haben. Wo? Also hier würde ich nichts drunter wegbauen, weil hier könnte... Ja, ja, kommt's runter. Sand runterkommen. Oder Wasser schon, vielleicht. Ja, Sand fällt dann runter und dann da drüber ist dann das Wasser. Mhm. Das kommt immer in die Richtung. Aquaminerale kommt dann. Aquaminerale. Gibt's Mineralwasser? Ja, Wasser zumindest und so. Salzwasser. Okay, dann eben Aqua-Salze. So, Salzwasser. Genau aus Salzwasser. Wasser aus Salzkotten, genau. Selzerwasser. Ist ja die Selzerstadt. Die Stadt kenne ich übrigens sehr gut. Mhm. So. Achtung, da geht's runter. Ein paar Blöcke tief. Hinein! Ich wollte dich nur vorwarnen, dass du da nicht reinfällst. Weil ich ja gerade auf der anderen Seite arbeite. Na dann. Man könnte es auch direkt sagen, wenn jemand reinkommt im Stream, zum Beispiel, hallo, herzlich willkommen unseren Stream. Wenn du mitspielen möchtest, nein, tschüss. Ja, da kann man direkt schon abstoppen. Das finde ich aber dann schon ein bisschen, ja, das finde ich dann nicht so ganz so nett, weil man gibt demjenigen nicht die Chance, irgendwas anderes noch zu schreiben. Ja, ich sag's ja nur, das ist dann direkt schon mal Standpunkt. Ja, aber das ist halt, es ist halt der Unterschied. So, jetzt es da im ersten Mal neue Arbeitsgeräte machen. Ich sag mal, viele, sag ich mal, unserer Zuschauer, die wirklich reingucken, sagen, hallo, wie geht's? Weißt du, erst mit dem Smalltalk eigentlich. Ja, den also mag ich ja auch, das ist ja auch das, was ich mag. Das sind halt immer, muss ich dazu sagen, jetzt gerade, weil wir es jetzt vorhin schon wieder hatten, es sind halt welche, die kommen rein, sehen, ah, da ist jemand live, spielt jemand Minecraft, ah, ich kann nicht bestimmt mitspielen. So, aber wenn man mitspielen darf, und wir haben es oft genug gehabt, dass wir wirklich auch reingeschrieben haben, wir streamen mit euch oder wir möchten mit euch spielen. Aber es steht nun mal nicht drin. Das ist es einfach. Ja, so ist das. Und man sollte es auch akzeptieren, wenn man ein Nein bekommt. Eben, das gehört auch weil dazu. Man kennt den lustigen, beziehungsweise man kennt ja den Spruch, den lustigen Vagabund. Man kann austeilen, man muss aber auch einstecken können. Und so sieht das für mich teilweise wirklich auch, wenn man fragt, darf ich mitspielen, muss man damit rechnen, dass derjenige Nein sagt. So, ich nehme mal in den Inventar wieder. Und ganz wichtig, immer die Klappe hochmachen, ne? So wie du es gerade gemacht hast. Ja, ich hab's ja auch gemacht. Haben wir hier die Monster nachher drin. Ja, deswegen sag ich ja gerade. Und Inventar lernen. Auch wichtig. Sag mal, haben wir keine Dings mehr? Keine Rüstung mehr, die du wieder anziehen könntest? Weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Da. Ja, ich guck gerade, aber wir haben mehr... Ich werde mir auf jeden Fall gleich noch ein paar... Rosa habe ich dir gegeben. Jo, danke. Ja, das war Schuhe. Immer dann gerne. Für Kopf. Und dann hast du... Da hast du den Rest. Musst du den nur nehmen. Geh ich ein Stück vor? Geh sogar noch ein Stück zur Seite. So. Mal eben unten, was unsere Farm unten macht.
So kann ich zwar nur nicht unbedingt ins Nether, aber das ist jetzt auch nicht gerade wichtig. Es geht ja jetzt nicht darum, dass es ums Nether wird, oder? Ja, eben. Achso, und ich habe mir noch was überlegt hier unten für unsere Nether-Warzen-Farm. Ich werde die Nether-Warzen halb automatisieren. Ja, warum nicht? Das heißt, ich werde da extra was bauen, wo sich das so ein bisschen hin und her schiebt, dass die Nether-Warzen abgebaut werden. Ja, kannst du gerne machen. So, jetzt klappt's. So, sind wir schon mal gut hier weit gekommen mit Abbauen. Ich habe jetzt auch noch ein paar Spitzhacken gemacht. Kannst du gucken, was du jetzt noch für die halbe Stunde machst? Ob du überhaupt noch Stream weiter möchtest? Ist ja im Moment keiner drin. Ja, sonst würde ich sagen, wie schon gesagt, dann beenden wir den Stream an der Stelle. Es hat ja funktioniert wieder. Das war schon mal gut. Ich denke mal, du müsstest einmal nachgucken, ob du dein Live-Ding auch einmal aktualisieren musst vielleicht. Das kann passieren, denke, stimmt. Vielleicht. Weil ich weiß, seitdem wir den drauf haben, haben wir nicht einmal aktualisiert. Oder kann ich mich nicht dran erinnern. Ich habe nur Angst, dass dann überhaupt nichts mehr funktioniert. Weißt du, so wie es damals beim Durico war. Ja, ich weiß, das ist das Problem. Die sollten wirklich mal, wenn sie so umsonstmäßig, dann wirklich mal irgendwas entwickeln, was wirklich auch die ganze Zeit zuverlässig ist. Und ich meine, mit Mobizen Live war ich ja die ganze Zeit eigentlich relativ zufrieden. Ja. Bis dann hinterher zum Schluss dann nichts mehr funktionierte. Also ich war echt zufrieden mit meinem alten Live. Ja, es war auch relativ gut alles. Ja, das wäre Kohle. Willst du eine Kohle hier abbauen? Hm, baue ich ab. Ich bin gerade nicht da, ich kann gerade nicht. Na, ich frag extra. Wo ich wieder Schimpfe kriege hier. Ein Stack Kohle in der Natur. Aber eben hast du noch geschimpft und jetzt frage ich extra. Nein, noch. Deswegen sage ich ja, ich bin eh nicht in der Nähe. Ich wäre sowieso jetzt gerade in der Nähe und dafür komme ich jetzt nicht extra hoch. Ja, dann. Und dafür komme ich jetzt nicht extra zu den Feldern. So. Was ich auch hier gerade beschäftigt bin. Ich mach gerade da die Felder dafür. Was denn? So komisch. Kommt übers Wasser laufen. Oh, hast du heilige Vorfahren? Aber ohne, dass da irgendwas war. Ja doch, heilige Vorfahren, kannst du übers Wasser laufen. So. Jo, mach mal zu viel weg, hab ich recht. Wenn dir jetzt noch Gras aus der Taschen wächst, dann weiß ich Bescheid. Quatsch. Also du kannst schon mal übers Wasser laufen, das wissen wir jetzt. Langsam wirst du immer mysteriöser, wenn wir uns jetzt schon fast 7 Jahre lang kennen. Ich weiß nicht, warum das jetzt ging, keine Ahnung. Das ging da war noch niemals ein Seerosenblatt oder irgendwas, wo ich hätte sagen können, jo, das lag da dran. Das Engelchen wird mir immer unheimlicher. Ja, mir wird's auch so unheimlich. Es läuft unser Engelchen schon übers Wasser, da. Da fällt mir so ein Zeitungsartikel ein. Das stand irgendwo mal in irgendeiner Zeitung. Da war dann so ein Bild, so ein alter Mann. Also als Zeichnung jetzt, nur so als Cartoon. Und dann ein Bild von Jesus. Und dann kannst du nicht wie jeder andere normaler, wie jeder normale Junge durchs Wasser schwimmen. Und Jesus rennt dann so übers Wasser. Das fiel mir jetzt gerade wieder ein. Ich weiß, dass ich gleich noch eine Kleinigkeit esse. Ja, ist auch noch was? Nee, ich esse nichts mehr.
Gott gesund, das ist also klar. Ich werde zu dick. Ach. Du weißt doch, wenn ich übermäßig esse. Ja, man, ich sag mal so, man soll erst darauf achten, wie man isst und was man isst. Wie man isst, das kann ich dir sagen, mit dem Mund. Ja, aber man sollte darauf achten, dass man nicht Unmengen in sich reinschaufelt. Da kommt dann immer drauf an, was ist für die Norm übermäßig und was ist mäßig, was ist da vertretbar. Du sollst sie jetzt nicht und bis ich mich mit Teller solchen voll mit Fast Food, also mit Ketchup überzogene Nudeln oder Pommes oder bla 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 draufpacken. Ja eben, und da fängt schon an, Engelchen. Wo ist die Norm? Was sagt die Norm? Was ist übermäßig? Was ist für dein... Nee, das ist jetzt eine ganz einfache Sache. Das ist jetzt einfach nur... Halt nicht den Teller bis oben ran voll mit Pommes machen und dann Ketchup oben. Ich habe noch nicht mal welche im Haus. Ketchup, Remoulade oder was weiß ich für fettige Soßen drauf machen, bis zum geht nicht mehr. Das ist halt... Du, da habe ich keine Probleme mit, weißt du? Ich habe sowas jetzt gar nicht im Haus. Jein. Bei mir findest du keine einzige Pommes im Haus. Nee, das habe ich... Die habe ich alle schon gegessen. Das habe ich jetzt auch nicht mehr so zu Hause, aber trotzdem. Man sollte halt auch darauf achten, was man isst. Was man isst und vor allem um wie viel Uhr. Die Uhrzeit macht ja auch meistenteils immer so ein bisschen schon aus. Ah ja. Nach dem Motto ist 7.35 Uhr, Zeit für ein Steak. Hast du hier im Lager irgendwas abgebaut? Nicht, dass ich wüsste. Und ist da ein Loch in der Decke? Das weiß ich nicht. Ich bin nämlich hier hinten. Und ich glaube nicht, dass ich bis ins Lager reinkomme. Moment, ich komme mal zurück. Ich bin nicht im Lager, ich bin jetzt eben oben und fütter eben die Kühe, dass unsere Kühe sich wieder vermehren. Nö, ich habe hier nichts abgebaut. Dann war es der Heilige Geist. Oder ich hab's beim letzten Mal gemacht. Das könnte schon eher sein. Oh, hier gluckert wer. Ach, da bist du. Oh, hinter Baum, Vorsicht. Ja, ja. Ich hab ihn schon im Hintern gestochen. Auch gut. Hab ihn. Gut. Hat er aufgegeben, ja. Schade. Ja gut, dann würde ich auch sagen... Das kann auch nicht gewesen sein. Naja. Danke, dass du dabei warst im Stream, Engelchen. Also morgen, wenn nichts dazwischen kommt, von der Map. Von der hiesigen? Von der jetzt hier. Gut. Aber kann auch sein von The World. Je nachdem, wie schnell unser Inhaber, der Inhaber das von dem Würm hingekriegt hat, den Würm wieder zu aktualisieren, vielleicht auch vom Würm, ich weiß es nicht. Ja gut, aber dann wünsche ich, ja. Ich gehe aber eher mal davon aus, entweder hier dann im World, weil Würm, das hängt auch manchmal zu sehr. Genau. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Samstagabend, einen schönen Sonntag. Da sehen wir uns vielleicht beim Engelchen im Stream wieder. Gesund. Bleibt gesund. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, auf die Glocke hauen. Und ja, dann, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch den Stream nachgucken. Kommentiert runter, sollen wir Themen machen. Und seid ihr schon mal gemobbt worden? Oder wart ihr vielleicht mal Mobber? Sagt uns was. Und ja, dann sage ich mal bis morgen bei Engelchen. Und wenn nicht, sehen wir uns... 17 Uhr. Ich kann aber noch nicht sagen 17 Uhr. Entschuldigung, dass ich jetzt reingrätsche. Ob es jetzt 17 Uhr wird, guckt einfach bitte bei Engelchen auf der Facebook-Seite. Da ich morgen noch vorher noch einen Termin habe. Es ist zwar Sonntag, ja. Aber es ist ein wichtiger Termin für mich. Deswegen guckt mal, ne? Guckt bei mir auf der Facebook-Engelchen-Seite. Oder auch beim Jack auf der Instagram- und Facebook. Auf allen Seiten. So. Irgendwo steht es bestimmt, ob jetzt 17 Uhr pünktlich. Wenn nichts drin steht, dann findet es pünktlich statt. Ansonsten wird es drin stehen. Und ich bin dann schon mal raus. Ja gut, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Und sei es auch nur in den Videos am Dienstag bei Engelchen und am Donnerstag bei mir. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.